Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Heute sprechen wir mit euch über die größten Erfolge unserer Coaching-Community im Monat September 2023. Mein Name ist David Döble und neben mir sitzt Onur Mehmet. Onur, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor. Ja, also ich bin nicht Jonas Steg, wie die meisten jetzt vielleicht vermutet hätten. Ich bin schon ziemlich lange auch bei Pumpkin dabei. Als Partner von David und Jonas habe bisher ziemlich viel Status Quo-Analyse mitgemacht. Das heißt, die meisten, die bei uns im Coaching sind, haben mein Gesicht schon mal zumindest mal gesehen. Und ich darf heute freundlicherweise den Jonas vertreten. Genau, und wir legen direkt los. Vielleicht kurze Zusammenfassung, was hat sich allgemein bei uns im September getan? Es war jetzt natürlich die heiße Phase vom Uni-Start. Ne? Das heißt, es ging irgendwie los an den ganzen Unis. Das heißt, wir hatten, glaube ich, schon Ende August hatten wir zum Beispiel Mannheim-Meetup gemacht, Frankfurt School-Meetup gemacht. Und jetzt genau im September war dann Goethe-Uni-Meetup, TU München-Meetup, LMU. Erst die Meetup wurde dann von uns veranstaltet, wo auch nicht Pumpkin-Leute natürlich kommen durften. Dann war natürlich das App-Symposium letzte Woche. Es war die Deal-Sourcing und die Brainsourcing. Bei der Brainsourcing ein sehr, sehr großes Karriere-Event, was wir mitveranstaltet haben mit knapp 200 Studierenden. Super coole Firmenpartner da gewesen. Also sehr, sehr cool auch gewesen. Und mein Buch ist, man kann ja nicht sagen online gekommen, sondern ist ja in den Buchhandlungen auch offline gekommen. Ist tatsächlich auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Also hat sich im September durchaus einiges getan. War ziemlich intensiv. Das heißt, jetzt Oktober, November, Dezember wird bei uns zumindest an den Wochenenden etwas ruhiger. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich viel zu tun. Wir schlagen jetzt mal vor, dass wir einmal mal so ein bisschen vorlesen, ein paar Eindrücke geben, natürlich anonymisiert, was denn die Leute bei uns so im September erzielt haben. Also, wir haben erstmal die Rubrik Thema Stipendien. Ne? Also, es kam irgendwie Ende August, Anfang September kam zum Beispiel irgendwie von der Friedrich-Naumann-Stiftung Zusage, Konrad Adenauer warten die meisten gerade noch. Aber es kam die ein oder andere Stipendienzusage, das ist natürlich cool. Und dann kamen durchaus einige Top-Strategieberatungen auch, die Zusagen verteilt haben. Ne? Absolut, also wenn ich hier gerade mal so auf den Discord schaue, haben wir jetzt zum Beispiel jemanden, der ziemlich, ziemlich lange bei uns schon im Programm mit dabei ist. Und das sind natürlich immer sehr schöne Erfolge, wenn man auch sieht, hey, womit ist die Person irgendwie bei uns gestartet, was war die Ausgangslage und was kann man eigentlich über so eine relativ lange Zeit jetzt auch wirklich mal erreichen, weil das vergessen ja viele auch einfach, dass es einfach Zeit braucht, um dann wirklich bis ganz nach oben zu kommen. Ja. Und da schaue ich jetzt gerade hier mal in Discord, da haben wir von der Target-Uni für nach dem fünften Semester Angebote bei Stern Stewart und Roland Berger, also Top-Boutique-Beratung und Tier-2-Strategie-Beratung. Ja, also mittlerweile kann man eigentlich fast schon sagen, dass das ziemlich viele bei uns so hinbekommen für nach dem fünften Semester. Ja, genau, wenn ich ein bisschen weiter runterscroll, habe ich direkt jemanden bei einer Inhouse-Beratung von einem der größten deutschen Konzerne, die es gibt nach dem fünften Semester, was natürlich auch absolut top ist. Das heißt so, ich sag mal so, die Tier 1s nach dem vierten oder fünften Semester, das ist schon selten, das haben wir auch. Ja. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob da Tier 1 im Bachelor jetzt auch dabei war, jetzt diesen Monat. Aber ich sag mal, wenn man halt eine ganz kleine Stufe drunter irgendwie nach dem vierten oder fünften Semester bekommt, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, nämlich von einer weiteren Bewerbung und bis den Netzwerkevents, sodass man dann nach dem Bachelor oder vielleicht, wenn man den Bachelor auf sieben Semester streckt, dann auch noch im Bachelor quasi auch die Tier-1-Zusage bekommt. Und ich sag mal, das ist natürlich das erklärte Ziel. Das waren jetzt beides Personen, hier mit den Stern Stewart, Roland Berger oder auch der Top-Inhouse-Beratung waren jetzt beides Personen, die irgendwie schon vorm Studium zu Pumpkin gekommen sind. Ja. Der eine mit einer Top-Ausgangslage, der andere mit einer etwas vageren Ausgangslage, sag ich mal. Aber wenn man da von Anfang an mit uns zusammenarbeitet über zweieinhalb Jahre und es waren jetzt auch beides Personen, die haben schon geschwitzt, die haben auch genetzwerkt und innerhalb der Pumpkin-Community, ne? Also die waren bei der Office-Party am Start und so weiter und so fort, dann weißt du halt, okay, du musst einfach nur machen und dann funktioniert es. Ne? Bei der Diantra, die war auch in dem Brainsourcing-Blog kurz drin, sehr cool mit der Deutschland-Stipendium-Zusage direkt an der Goethe-Uni, so ist natürlich cool. Ideal, du machst zwei Consulting-Praktika noch bevor das Studium losgeht, bekommst dann noch ein Stipendium für den Start an einer staatlichen Target-Uni, so besser kann es nicht werden. Da haben wir eine Person Non-Target-Fachhochschule und hat ein M&A-Praktikum bei einer Big Four bekommen nach dem zweiten Semester. So, und diese Person, die hat jetzt auch kein 1-0-Abi, sondern ich glaube, das war ein Zweier-Abi.
Und da jetzt halt M&A bei einer Big Four nach dem zweiten Semester. Also da sind sehr viele Leute sehr zufrieden mit, die mit dem 1-0-Abi an der absoluten Target-Uni studieren. Und wenn man sich da gut anstellt, dann ist das auch ja, mit einer nicht ganz so guten Ausgangslage definitiv möglich. Und ich, also für, eigentlich ist das ein krasserer Erfolg als so irgendwie die ja, Roland Berger nach dem fünften Semester. Ich meine, das hatten wir schon häufig und ich meine, das ist dann relativ planbar und sicher erreichbar, wenn man diese Sachen erreicht, aber so M&A-Praktikum bei einer Big Four nach dem zweiten Semester, auch ohne Connections jetzt hier ja. In dem Fall, so das ist dann schon ein sehr, sehr cooles Statement. Das zeigt einfach nochmal, wie krass man auch so die Wahrscheinlichkeiten maximieren kann. Ja. Also ich meine, du hast gerade gesagt, ist ja irgendwo mehr oder minder klar, wenn man mit einer sehr, sehr guten Ausgangslage startet, wenn man einfach die richtigen Schritte macht, dann kommt das einfach früher oder später fast schon automatisch. Aber gerade wenn man mit einer ja, nicht perfekten Ausgangslage kommt, irgendwie mittleres Zweier-Abi, Non-Target-FH und dann halt direkt ein M&A-Praktikum für nach dem zweiten Semester und eine Einladung für eine Tier-3-Strategieberatung direkt auch schon, das ist dann schon echt ansehnlich, muss man sagen. Ja, genau, dann gehen wir weiter. Da haben wir jemanden aus dem Early-Bird-Programm. Ja, also sehr, sehr das, cool. Ist, das ist richtig cool. Das ist halt sehr, sehr nice. Also unsere Grüße gehen raus an die ganze Early Bird Crew. sag ich mal, ne, das ist natürlich nicht so viele Leute im Early Bird Programm, logischerweise wie jetzt irgendwie im Masterclass Programm, aber trotzdem, das ist eine sehr, sehr starke Community und absolut. Die haben natürlich, ne, ich meine, ist natürlich cool, wenn die Eltern einen dabei unterstützen, aber die Leute, die geben auch selber richtig Vollgas. Das heißt, das sind dann irgendwie Leute, die halt in der Abi-Zeit schon zu uns kommen, da irgendwie auch Unterstützung bekommen bei der Abiturprüfungsvorbereitung, sodass man auf jeden Fall einen richtig guten Einserschnitt im Abitur bekommt. Teilweise kriegen die Leute irgendwie auch ein 07 oder 08er Abi dann hin mit Nachhilfelehrern, perfekter Notenunterstützung und. Aber wir gucken halt auch, dass wir die anderen Boxen mit einem Haken besetzen. Das heißt, irgendwie was Thema Stipendien angeht, was Thema Praktika angeht, geben die Leute gut Vollgas. Dann haben wir zum Beispiel einen bei einer führenden Wirtschaftsprüfungspraktikum, hat dort erst was in der Wirtschaftsprüfung bekommen, hat jetzt dann bei einer großen Wirtschaftsprüfung ein M&A-Praktikum Zusage bekommen für die Zeit vor dem Studium. Na, das heißt, das, wo wir jetzt gerade hatten, M&A bei einer Big Four irgendwie nach dem zweiten Semester ist schon ein geiler Erfolg. Vorm Studium M&A bei einer großen Wirtschaftsprüfung ist natürlich noch mal nicer. Aber das ist ideal. Gleichzeitig hat die Person ihre Noten stark noch mal verbessert. So. Also besser kann es nicht sein. Ne? Das heißt, für alle Schüler von euch gerne irgendwie mal bei uns anmelden, wenn ihr sagt, ihr wollt da von Anfang an irgendwie Vollgas geben und da geile Erfolge erzielen. So. Da kann man schon ganz gut was bewegen, auf jeden Fall. Vielleicht so im Zuge dieses Erfolges kann man auch nochmal erwähnen, wie wichtig eigentlich die Performance in so einem Praktikum ist. Mhm. Weil ich glaube, das wird sehr oft vernachlässigt, zumindest irgendwie aus den Status Quo, so nehme ich das mit, dass viele Leute das gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Die wissen, klar, ich muss sehr gute Noten schreiben, ich brauche Top-Praktika, aber vergessen dann, wenn man in den Praktika ist, bringt das ja auch herzlich wenig, wenn am Ende im Zeugnis drinsteht, ja, war halt nicht so top performt. Und das zeigt aber nochmal, wie groß der Hebel innerhalb eines Praktikums sein kann. Gerade zu Beginn jetzt irgendwie Transition von der Wirtschaftsprüfung in die M&A-Abteilung, was sehr, sehr nice ist. Oder vor allem später, wenn man dann bei Tier 2, Tier 1 die Praktika macht, da halt auch ein Offer für einen Festeinstieg zu bekommen. Weil das ist ja am Ende das Ziel und nicht irgendwie Praktika zu machen, sondern den Berufseinstieg dort zu schaffen. Ja, und auch nicht nur, dass ihr in dieser Firma dann überzeuge, sondern die Leute in der Firma, eure Chefs, die kennen dann ja auch wieder andere Leute und so weiter und so fort. Und da geht es ja einfach darum, gut zu punkten. Da haben wir jemanden anderen, wir überspringen ja schon krasse Erfolge, jemanden anderen ohne vorherige Investmentbanking-Erfahrung direkt Praktikum hier hinten bei einer der fetten großen Investmentbanken bekommen. Das ist natürlich sehr nice, jetzt seit 2-3 Monaten im Coaching und das ist schon der erste dicke Erfolg. Das ist ein gutes Statement. Jemand anderes, der irgendwie sein Abi mit 2,5 gemacht hat, war, glaube ich, im ersten Semester zu uns gekommen. Genau, ja. Jetzt seinen Bachelor abgeschlossen als Jahrgangsbester an einer normalen Uni in Deutschland. Genau, hier schreibt er, ist seit dem ersten Semester dabei, hat jetzt Einladungen von Tier 1 und Tier 2 Consulting-Firmen bekommen, hat starke Praktika auch in seinem Bachelor gemacht und halt trotzdem als Jahrgangsbester abgeschlossen. Ne? Und das Stipendien hat er auch bekommen und so weiter und so fort, das steht ja gar nicht mal drin, das wurde schon in der vorherigen Progress-Story erwähnt, aber so muss es halt sein. Ne? Also das ist halt ideal, sehr, 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 sehr starker Erfolg. Ja, das ist richtig cool. Ja, da haben wir einige, die auch wieder direkt hier weitere M&A-Praktika bekommen haben. Ne? Das ist natürlich auch der Zeitpunkt irgendwie, wo die Leute jetzt gerade fertig sind mit ihrem Bachelor und ihr Gap Year beginnen. Ne? Das heißt, alle von euch, die vielleicht am Ende von ihrem Bachelor aktuell sind, das ist eigentlich auch ein super, oder gerade fertig sind, das ist eine super Zeit eigentlich, um auch mit dem Coaching zu starten, sodass man da irgendwie dieses Gap Year
bestmöglich irgendwie durchkommt. Und da haben wir jetzt auch hier jemanden anderen wieder irgendwie Praktikum vor dem ersten Semester in der Wirtschaftsprüfung bekommen und das jetzt irgendwie konvertiert zu einem Werkstättenjob. So, das ist auch ultra, ultra nice. Es wirkt gar nicht so krass, ne, weil dann vergleicht man sich mit Leuten, irgendwie, die bei Goldman Sachs und so weiter jetzt ein Offer bekommen haben oder so. Und dann denkt man sich so, oh, das ist noch so weit entfernt. Aber es sind eben auch diese kleinen Schritte. Ne? Und das ist dann vielleicht auch nochmal ein Learning irgendwie, dass man halt auch diese kleinen Schritte feiern soll und sich auch darauf mal stolz sein soll. Weil jeder kleine Schritt, wo ihr irgendwie 10% mehr rausholt, 15%, absolut, 20% mehr rausholt, jeder Tag irgendwie, wo ihr besser lernt als die anderen, genau sowas führt dann dazu, dass man seinen Bachelor als Jahrgangsbester abschließt. Genau sowas führt dann dazu, dass man am 4., 5., 6. Semester bei den Top-Adressen landet oder dass man dann spätestens zum Master einer absoluten Elite-Uni da dann bei den Top-Adressen reinkommt. Das heißt, man darf sich auch über Erfolge freuen, wo man vielleicht jetzt nicht so das Gefühl hat, dass es das Allerkrasseste ist, aber das sind auch alle Sachen, die euch näher an euer Ziel bringen. Jeder Schritt, der vorangeht, ist besser als ein Schritt, der nicht vorangeht. Baut halt alles aufeinander auf, ne? Ja. Deswegen, sehr cool. Genau, dann natürlich einige Leute, die irgendwie Jahrgangsbeste im Abitur waren oder so und jetzt nochmal eine Zusage bekommen haben für ihre Traumuni. Das gab es einige Male. Dann jemand anders, der irgendwie auch schon recht lange bei uns dabei ist, irgendwie der jetzt bei einer Top-Adresse im Investmentbank in London ein Vollzeit-Offer bekommen hat und da jetzt dann beginnen wird. Das ist natürlich eine geile Story irgendwie. Die Leute aus dem Coaching wissen, über wen wir sprechen. Das ist natürlich nice, vor allem wenn die Leute irgendwie mit einer Ausgangslage zu Bumpkin gekommen sind, wo man jetzt nicht vielleicht gedacht hätte, dass sie mal bei einer der absoluten Top-Adressen in London landen werden. Das macht einen dann super, super zufrieden, super happy. Aber auch solche Erfolge sehen wir jetzt natürlich viel häufiger. Ja, genau. Also gerade seitdem uns jetzt ein bisschen länger gibt. Die ersten Leute durchlaufen quasi das Programm bei uns irgendwie von Semester 1 bis Semester 6, 7, ja. Gap Year, Master und Co. Und das ist natürlich sehr, sehr schön zu sehen, dass die ganze Hartarbeit, die jetzt irgendwie reingesteckt wurde über das Studium, sich jetzt natürlich mit so einem Top-Einstieg sich auch bezahlt macht. Am Ende. Genau. Oder hier auch jemand anders. Ach, da sind wir schon bei Anfang Oktober angekommen. Das erwähnen wir jetzt noch kurz, weil ich anfangen wollte zu sprechen, auch Thema Noten. Ne? Ich meine, die Noten, die Klausuren sind jetzt natürlich erst in ein paar Wochen an WAU Mannheim und so weiter und so fort und bei den anderen Unis dann erstmal noch ein bisschen später. Aber wir haben jemand anderen, die jetzt im Bachelor noch nicht so gut unterwegs war, dann jetzt seit dem Master bei Pumpkin mit dabei ist. Sie war wirklich regelmäßig bei mir auch in den Notencalls und hat jetzt ihren Master an der Target-Uni als Zweitbeste des Jahrgangs abgeschlossen und hat währenddessen auch nochmal starke Praktika bekommen und hat sich da nochmal bedankt, dass ich sie so intensiv da bei dem Tracking-Sheet motiviert habe, da am Ball zu bleiben und das alles so umzusetzen. Das heißt, wenn man die Sachen aus dem Coaching umsetzt, dann funktioniert es auch. Und damit vielleicht auch nochmal Appell am Ende vom Video an die ganzen Coaching-Leute. So, lest euch regelmäßig die Erfolgsmeldung durch, scrollt auch mal ein bisschen nach oben, was dann da so in den letzten Monaten für Erfolgsmeldungen reinkam. Weil ich glaube, das Ganze gibt einem auch nochmal sehr viel extra Motivation, diesen Weg hier durchzuziehen mit uns, weil ihr wisst, es haben schon so viele Leute vor euch gemacht. Es liegt einfach nur noch an euch selbst und jede Minute, die ihr reinschickt, die wird sich maximal lohnen, weil ihr nicht wie die Leute, die nicht bei Pumpkin dabei sind, nicht wisst, was zu tun ist, weil ihr irgendwie ineffizient vorangeht, sondern wenn ihr bei uns dabei seid, dann wisst ihr, ihr geht maximal effizient voran. Von dem her nutzt es als Motivation, gebt richtig Vollgas, teilt auch kleine Erfolge mit uns. Ne? Jeder kleine Erfolg ist ein cooler Erfolg, der euch näher Richtung eures Ziels einschiebt bei einer Top-Firma, irgendwie im Banking, im Consulting, bei großen Startups, vielleicht auch einer eigenen Unternehmensgründung und so weiter und so fort bringen wird. Von dem her, gebt da Vollgas und sehen wir uns und hören wir uns in der nächsten BWL-Podcast-Folge, oder? So machen wir das, David. Perfekt. Dann schön, dass ihr dabei wart und dann bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut. Ciao.